Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Imperialism. Ja, wir haben das letzte Mal Deneb eingenommen und befinden uns jetzt in einer Art Patt-Zustand. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich da diese Haxako, ich glaube Haxako ist das, kann das sein? Ja. Diese Haxaku-Gebiete angreifen soll oder nicht. An und für sich würde ich schon gerne, aber ist glaube ich ein bisschen gefährlich, weil da stehen doch recht viele Leute drinnen. Jetzt habe ich mich für einen Zwischenweg entschieden. Da werden viele Haxaku-Leute draufgehen, wenn ich da reingehe. Was ich gut finde, ich will nämlich Sindel erobern. Das ist ein Gebiet, das ziemlich wichtig ist für Haxaku. Vor allem da, diese zwei Gebiete sind bereits angeschlossen durch dieses Depot hier. Das heißt, im Endeffekt ja, und das da, ob ich das jetzt noch anschließe oder nicht, das ist auch schon wurscht, glaube ich. Wobei könnte ich eigentlich von hier, könnte ich zumindest diese Edelsteine anschließen, was nicht wirklich Sinn macht, weil ich 570.000 sowieso auf der hohen Kante habe. Also Geld ist definitiv nicht das Problem. Ja, machen wir mal weiter. Your Excellency. At least one fleet stronger than our defending navy now controls the seas of our capital city. Mal schauen. Schon wieder. Ja, okay. Okay. Ja, kann ich jetzt nichts machen. Wird sich schon finden, was. Enttouren. Ja, wir kaufen einfach alles. Wir haben so viel Geld, es ist vollkommen egal. Wir können alles im Übermaß kaufen. Und das macht auch in gewisser Weise Sinn, weil selbst wenn wir zu viel kaufen, haben wir dann wenigstens was, sollten wir vielleicht in irgendeiner Form abgeschnitten werden. Sollen wir den Computer entscheiden lassen? Ah ja, mach halt du. Naja, ist eh klar. Die Pferde kommen da jetzt nicht durch. Soll sein. Kann man jetzt auch nichts machen. Hey, die Feiglinge. Wenn wir da jetzt vorgehen, werden wir abgeschossen. Wir gehen einmal vor, einfach um nicht im Weg zu sein. So, was heißt aber, dass du... Was? Du kannst nicht schießen? Ach Gott, ärgerlich. Können wir schießen? Nö. Ja, das war jetzt die letzte. Aber dafür haben wir das da auch entsorgt. Ja, schade, du kannst nur auf den schießen. Wie, das ist ärgerlich. So, aber jetzt. Naja, nicht perfekt, aber perfekt genug, dass wir das Ding einnehmen können. So, du gehst dann daher.
daher und stehst nicht im Weg. Kannst du schießen? Nö. Ah, oh ja, auf den. Ja, du gehst danach rückwärts und tust so, als wärst du nicht da. Jupp. Das ist wichtig, dass wir das entsorgen. Gut, die sind alle weg. Das heißt, wir machen das so. Oh, im Sindel werden wir angegriffen. Ist okay. Wow, da kommt aber ganz schön was auf uns zu. Das ist aber gar nicht einmal so schlecht. Das können wir alles entsorgen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir diesen Kampf gewinnen können. Weil wir schießen vor ihnen. So blöd halt. Und für sich müsste das jetzt hinüber sein, ja. Yep. Ist das auch gleich hinüber? Ja. Also die schießen nirgends mehr hin. Gut, sehr gut, sehr gut. Das ist nicht so gut. Wieso kommst du nicht mehr raus? Gut, ich glaube, das sollte reichen. Den, yep. Na super, wir haben nur noch zwei Artillerien, die auf uns zurückschießen können. Ausgezeichnet. Es ist nur noch eine. Feiglinge. Kommt zurück. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Doof. Ups. Wir hatten jetzt auf uns geschossen. Ach du. Frechdachs. So, wir wollen vor allem die Artillerien zerstören, weil wir wollen nicht, dass die noch einmal kommen. Das sind so ziemlich die unangenehmsten Typen. Das gefällt mir aber nicht. Wieso bist du jetzt so stark beschossen worden? Von wem? Echt von denen? So, und jetzt alles andere zerstören, was noch irgendwie kreucht und fleucht. Gut. Lass mal den übernehmen. Wir haben eine Unit verloren. Echt ärgerlich. Na gut.
Aber wir haben eine Field-Artillerie und zwei Siege-Artilleries beim Angriff erledigt. Und bei der Verteidigung haben wir eine Field-Artillerie und vier Siege-Artilleries gekillt. Und eine Light-Artillerie. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das sind die teuren Einheiten, die wir ihm da gekillt haben. Und selbst haben wir relativ wenig Schaden abgekriegt. Einen Scharfschützen haben wir verloren. Na gut, den müssen wir halt nachbauen. Okay. Und ein Plus von 47.000 gemacht. Servus. Und noch immer sehr viele. Gut. Ah, wir können da noch mehr Zeug kaufen. Kaufen natürlich das hier. Das ist absolut perfekt, dass die, dass diese Leute in Ah, schau an. Coastwatch in Brigadoon. Wo ist Brigadoon? Das ist Brigadoon. Da werden wir jetzt gleich mal hergehen mit unseren Leuten. Wir könnten eigentlich dann versuchen, Bergen anzugreifen. Aber ihr bleibt so mal stehen und heilt euch. In Deneb haben wir auch einige Leute, die heilen sollten noch, oder? Nö. Die sind eigentlich voll fit. Da werden wir ein paar Leute, nicht alle. Die schicken wir nicht mit. Dich schicken wir nicht mit, ihr könnt keine Erfahrung mehr sammeln. Euch zwei schicken wir nicht mit. Im Angriff seid ihr echt unnötig. Und wir gehen da mal her. Gut, wie schaut es bei euch aus? Drei Ironclads. Drei volle Ironclads. Und ihr seid auch drei. Gut, ihr bleibt hier stehen. Ja, schauen wir mal. Juhu, mehr Eisen. Mehr Holz. Mehr davon. So, 48, 24, 24, wie viel brauchen wir denn eigentlich? Oh, genau das. Das heißt, wenn wir mal auf 50 raufgehen, wir werden wieder ein paar Leute rekrutieren. So, als erstes werden wir da mal jetzt zwei solche bauen, nachdem uns einer gekillt wurde. Machen wir das so. Alles wird ausgebildet. Und wir holen uns vier neue. Und 41, 25. So. Gut. Da sind wir voll. Da sind wir voll. Da sind wir voll. Voll, voll, fast voll. So. Warum hat er wirklich 10? Bauen wir 6 und da bauen wir 8.
Okay, aber wir sollten was ausbauen. 24 hätten wir da und da auch 24. Was haben wir am meisten auf Lager? Ja, Segel, Tuch. Machen wir Clothing Factory. Noch ein bisschen ausbauen. Aber ich könnte eigentlich auch ein wenig ausbauen. Mittlerweile haben wir ja halbwegs brauchbar. Produktion. So, wir haben 100 Bäume auf Lager, noch sehr was. Und 29 Baumwolle. Oder nur 4 und 3 hier. Das ist nicht gut. Vor allem Kohle brauchen wir mehr. Wir brauchen mehr Kohle. So, Deneb sollten wir langsam aber sicher alles erobern, wenn geht. Ich glaube, wir sind kurz davor, dieses Spiel zu gewinnen. Ich weiß nicht, wann die nächsten Wahlen sind, aber wenn Wahlen sind, werden wir sicherlich gut abschneiden. Wir sind jetzt sicher unter den zwei Gewählten. Ja, mit diesem Gebiet, wenn wir das erobern, haben wir da auch ganz schön. Also das ist ganz nett zum Beispiel, dass wir dazu kriegen. Da haben wir noch mehr Getreide. Getreide, was rede ich da? Baumwolle und Holz. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Schauen wir mal. Ich hoffe, diese Typen, die hier sind, sind nicht wirklich hier. Die machen mir schon ein bisschen Angst. So, Zinlu, accept, 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 accept. Ah, nur vier. Kanzler, so viel kann das nicht sein. Ah, nein, das war dumm. Ich hätte auf OK drücken müssen. So, da brauchen wir jetzt nicht vorgehen, bis wir beschossen werden. Weil es ist ja keine Artillerie drinnen. Die kommen schon von alleine raus. So, und den Rest lassen wir den Computer machen. Ah ja, und wir haben einen Victory at Sea. Ha, wir haben eine Ironclad versenkt. Sehr gut. Und noch eine Victory at Sea. Wir haben noch eine Ironclad versenkt. Ausgezeichnet. Da haben wir diese Miliz zerstört. Dabei haben wir nur ganz wenig Schaden genommen, aber Erfahrung gewonnen. Ausgezeichnet, ausgezeichnet, Herrschaften. Congratulations, Your Excellency. Your wise industrial policies spurred the growth of the hamlet of Penta into a village. Sehr gut. You will see the new materials produced there on the transport ledger. Noch mehr Zeug, das wir heim transportieren können. Zwei Regimenter Scharfschützen. Gut. Du kaufst das hier. Okay.
muss dann noch das an. So, das haben wir. Jetzt sollten wir mal schauen, was wir als nächstes ausbauen. Wir könnten da natürlich weiterbauen, unsere und da diese Gebiete auch noch alle anschließen. Vor allem da haben wir noch Eisen zum Anschließen. Ja, das ist keine schlechte Idee, das machen wir. Dann baust du mal das aus. Nö, du baust das noch nicht aus, weil nächste Runde kommt der ja dann darunter. Das heißt, du baust zuerst woanders aus. Sehen, welche Gebiete, wo wir noch ausbauen können. Ah, da. Das ist gut. Mehr Wolle. In Odostan. Diese zwei schicken wir doch glatt nach Sindel. Die zwei neuen. Oh, feig. Ach so, warte mal, die haben wir vielleicht zerstört. Gut, gibt es noch irgendwelche Gebiete, wo jemand versucht, bei uns anzulanden? Schaut irgendwie zurzeit nicht so aus. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Das heißt, ihr könnt mal in Frieden bleiben. Ihr erholt euch auch noch ein Stückel, bevor wir weiter angreifen. Verteidigt es überhaupt? Ihr bleibt auch noch stehen, bevor wir da weiter angreifen. Das überlegen wir uns jetzt eh dann gleich mal. Was machen wir als nächstes? Dieses Gebiet hier klingt sehr gut. Da gibt es irre viel Kohle. Und es hat einen Hafen. Das ist super. Das machen wir glatt. Diese beiden Gebiete. Eigentlich auch das, eigentlich alle von diesen Gebieten sind wichtig und dürfen dann nicht aufhören, da weiter anzugreifen. So, mehr Stoffe. Okay. Gut, dann bauen wir noch so eine Guards und noch eine Artillerie. Euch bauen wir aus. Nochmal dazu. Gut, da brauchen wir 28. Mehr Waffen. Brauchen definitiv mehr Kohle. Das ist nicht gut. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Ah, wir werden sie stehlen. Aber wir könnten auf jeden Fall mehr Schiffe bauen. Mehr so Transportschiffe, die sind derzeit praktisch gratis bei der Überproduktion an Dingen, die wir haben. Gut. Na, zumindest Eisen wird mehr. Naja, gut. Die Welt hasst mich sowieso, also so gesehen passt das schon. Wo dann Welt ist er? Schauen wir mal.
Die handeln am liebsten mit mir, die ebenfalls und die ebenfalls. Eigentlich handeln die alle am liebsten mit mir. Na, die sowieso, das sind meine Kolonien. Und alle anderen sind sowieso im Krieg mit mir. Prampon, Detschbruer. Weil das Kolonien von irgendjemand anderem sind. Ist okay. Dann schauen wir uns nochmal ganz kurz meinen Status an. Und dann machen wir Schluss für heute wieder. Ja, wir sind definitiv die Stärksten derzeit. Unsere interne Stärke ist definitiv stärker als die von den anderen. Diplomatisch sind wir zwar noch immer das Letzte, aber andererseits ist uns das wurscht, weil wir sowieso gegen alle drei Krieg führen. Militärisch sind wir auch das Letzte, finde ich nicht richtig. Aber wir haben einen großen Vorteil, wir sind kein Computer. Und damit sind wir dem Computer weit voraus. Auch wenn wir schwächeres Heer haben, beziehungsweise Flotte. Und das mit der Flotte weiß ich gar nicht, wie ich das hinkriegen soll. Ja, meine Handelsflotte ist mittlerweile mindestens doppelt so groß wie die von den anderen. Wir exportieren am meisten. Wir haben eine riesige Industrie. War ein Witz. Unsere Arbeitskräfte ist extrem weit vor den anderen. Der einzige Grund, warum wir nicht extrem weit hier vorne sind, ist, weil unser Militär schwächer ist. Aber im Gegensatz zu den anderen machen wir das mit dem Militär nicht so, dass wir überall ein bisschen was haben, sondern wir lassen ja die meisten Gebiete ungeschützt und gehen nur dorthin, wo jemand versucht anzulanden. Das funktioniert ja ganz gut eigentlich. Da hat das Spiel, glaube ich, ein bisschen Schwächen. Also vor allem die AI hat ein bisschen Schwächen. Wenn die unsere Taktik kennen würden, oder beziehungsweise wenn sie mitkriegen würden, dass wir einfach immer dorthin fahren, wo sie anlanden, sollten sie beginnen, mehrere Stellen gleichzeitig anzulanden. Ich meine, ich möchte dem Computer an dieser Stelle keinen Tipp geben, aber so wäre es auf jeden Fall sinnvoller. Gut. Also dann, Herrschaften, ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.